Wir brauchen ja. Warte, wie viel Beton brauchen wir denn überhaupt? Beton. Konstruktoren für Beton. Pro Warte, Seite. Beton, Beton. Wohlbemerkt. Ja, 7 Stück. Ja, geht gut auf. Treckerhoff auf da, Treckerhoff auf da. Warte, ich bin Nice. gerade mal rechnen, weiter. Dann machen wir 4, Wir haben. 4. Wir produzieren 30 Uranzellen pro Minute auf einer Seite. Das heißt. Sorry für Hintergrundgeräusch. Nice. 27 Beton wollen wir auf einer Seite, richtig? Ich habe brauchen 94. Aber ich weiß nicht, für was alles. Ja, aber da sind ja auch Stahlbetonträger dabei. Rechne mal bitte mit. Also, wir Ja. produzieren auf einer Seite 30 Das ist aber nicht. Uranzellen. Ja, 9 Stück. Und aus 10 werden hier immer. Also für 10 Uranzellen werden 9 Beton benötigt. Das Ja. heißt, für 6 30 mal 9. Uranzellen brauchen wir. Was? Also, okay, nee, Ja, 3 mal 9. durchziehen. Das heißt, Ja, 27 27. Beton. Gut. Ja. Das heißt, 2. Wir brauchen genau 2 Konstruktoren. Aber Das egal. reicht gerade so. Das heißt, 2 Konstruktoren und 3 Manufaktoren. Ja. Hilft uns das weiter? Ich glaube nicht. Nö. Wobei ich tatsächlich sagen würde, was hältst du davon, wenn wir die Manufaktoren eher hier platzieren und die Wir nicht machen. Konstruktoren hier vor? Weil wir brauchen für meine Faktoren Uran, das läuft exakt hier lang. Und wenn ich dieses Uran hätte, erstmal bekommen, dann könnte ich direkt hier abgreifen. Ja, aber die brauchen ja auch Beton. Wie würdest du jetzt denn die Bah! Konstruktoren Moment. FK4 und so. von Beton? Der Beton kommt doch hier an. Auch. Ja, aber das 3 Konstruktoren brauchen. Ja, erstmal brauchen 2 Konstruktoren Beton. Kalkstein. Und dann brauchen die 3 Konstruktoren den Beton von den 2. Ich meinte mal. Ach. Ich meinte Manufaktoren. Wie bekommen Ja. die Manufaktoren den Beton von den Konstruktoren? Nicht von den Fabrikatoren? Ja, Ja, die das ist so ein Ölraffinerie meine Problem. ich eigentlich. Ja, überredet. Deswegen so, ne? Naja, ne. Ich war auf MK4 drauf, Nico. Was? Aufs MK4? Ah, nee, nee. Ja. Nee, 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 nee. Und die hier Und sie eigentlich? kalt Chatpick an. Wollen wir die dann so Nein. platzieren? Weil dann sind sie mittig auf der Ich zwischen den Platten. aber schon andersrum platzieren, dass der Output hier in die Mitte kommt, dass wir direkt den Fabrikatoren reinschmeißen können. Das Unter wird uns aber dann. schwierig, weil wie kommen die Sachen dann in den Input, in den Ja, auch so Input? rum. Deswegen weiter links, wird das Fließband einmal drumlegen können. Wir haben hier aber 3 Wow, Manufaktoren Eck. gleich stehen. Wir haben so viel Platz, brauch noch. Gib mal her, geh mal weg da. Bist hier. Ich baue es mal auf meiner Seite, du auf deiner. Ja, mach ich. Und dann können wir einfach mal gucken, wie das vielleicht eventuell besser sein könnte. Ob es was hinten platziert, fällt schon mal gut Ja, ich muss auch mal gerade gucken. Das ist ja. So, okay. an. Vorne platziert? Geil. Das ist echt scheiße. Ja. Ach, du willst den ganzen Mittel auf der Plattform. Ach so, mal. Ah, ich wollte so meinst den Mittel auf der Plattform, Alter. Genau, das Output ganz normal. Ach so, und der ist ja länger als die eine Platte. Meine Idee ist gebaut. Meine noch nicht. Ich kümmere mich mal gerade unten um Beton brauchen wir die. Konstruktoren, ne? Oh, Ach, fuck! Beton. Nee, die Manufaktur. Also, hä, was? Beton brauchen wir Konstruktoren. Um Beton Beton herzustellen. brauchen Konstruktoren. Achso, ah, ja, genau. Hat einen Denkfehler, das belastet mich jetzt.
Würde ich an sich sagen, hier in der Mitte ziehen wir das Ding jetzt noch. Da kommt ein Schütze, gell? Du schaffst das schon. Ja, Eventuell. irgendwann, ne? Ich habe keine versteckte Eisenplatten, hast du welche? Ja. Das kann ich, das schaffe ich nämlich nicht. Ah. Ich komme gleich hoch. Okay, ich gucke einfach mal dir ab, wie du es gemacht hast. Nett. Boah, Ach, du Alter. hast das, okay. Alter, komm. Wie viel habe ich denn eigentlich noch? Jetzt müssen ein paar versteckte Eisenplatten. So. Hätten ist er. Da. Ja. Da bin ich. Das war's. Danke. Bitte und tschüss. 100, weißt du? Die kosten 200 pro Ding. Nein. Nee, komm, das ist mir zu risky. Boah, sieht das okay aus? Ach stimmt, hier kann ich das Öl reinschmeißen, was wir da bekommen haben. Ach du Heilige. Meine Idee ist auch fertig. Ja, ich würde gerne noch das hier fertig mit dem Öl gerade Ich habe gerade machen. nur ein Problem, was ich noch überlegen muss, ich das löse. Hier war ja auch noch Öl, genau. Wir haben doch bestimmt irgendwo. Ja, versteckt Eisenplatten. Gut. Hier kommt Öl rein, ja. Denk mal bitte dran, wenn wir Von merken, Beginn. hey, es kommt Ja. kein Öl raus, dass wir dann noch ein Verbindungsstück machen müssen. Zwischen dem Was Öl? Lift und der Freight Station. Bei der Ölstation. Ja, okay. Weil, ich habe da jetzt. Hab ich's denn, Öl reingetan, was er mir ja in den Zug geladen hat. Ja. Und damit das nicht durchgehend rausgezogen wird, weil wenn wir den Lift wieder abbauen, ne, wieder hinbauen wollen, dann haben wir durchgehend Öl im Inventar. Okay. Ich weiß jetzt schon, dass es dazu kommen wird, dass wir uns wundern, warum kein Öl kommt, aber naja. So, auf jeden Fall, ich bin da. Ja. Erklär's mal deinen Schluss. Okay. Ja, ganz easy halt. Hier kommt, also zum Beispiel hier. Würde ich tatsächlich machen. Hier kommt das Kalksteinband an. Wird Ja. logischerweise in zwei gesplittet. Ja. Der Output wird jeweils auch in zwei gesplittet von den Sachen. Ne, für da und für da. Und irgendwie bekommen wir dann Uran rein. Wahrscheinlich über eine Oberleitung. Wow, auch wunderschön. Aber mir ist es auch nicht viel besser. Tatsächlich mit der Unterleitung Das ist dann wahrscheinlich halt, eher. ne, so machen mit Uran. Ja, nee. Okay, der Output ist natürlich Wobei, hier hinten. Und nee. hier hinten fließt dann das. Wobei, warte mal, wir könnten Uran hier Hey, ich kann nicht durchführen. laufen, Nico. Was ist das hier? Wo bin ich? Das ist Ich schwebe. Manufaktor. Achso, da steht bei mir keiner. Nice. Kannst du bitte mal? Danke. Oh, weiß ich gar nicht. Nee, ist Verstehe ich auch, warum du da hingeklickt hast. Hä, warum da? Okay, egal. erstmal meine Faktor. Und hier ist wahrscheinlich ein Output mit den fertigen Uranstäben, der hier lang fließt, irgendwie. Genau, mit den Uranzellen. Die dann nach Ja, finde ich ja unten nicht so geil. führen Okay. und dann dort in die Ja, 3 oder okay. 4 Finde ich meine Manufaktoren. Idee besser, aber ich muss darüber reden, wie wieder Aber ätzend ist. übrigens, Das Fuck. warte. Ja? Das Uran könnte man auch theoretischweise hier außen entlang führen und dann da rein. Oh, wie ist es beim Ja, Mittleren? irgendwie so. Warum machen. Ja, das könnte gehen. Weil, Oh. ja, guck mal, worüber ich das Das gemacht sieht habe, doch ja? gar nicht mehr so. Ey, warte So. mal, meine Idee funktioniert. Ja, bei so geht's, aber es. Meine ist easy und erweiterbar, ja?
Ich hab leider, ich hab dieses Bronze Mal einfach wieder... Bronze bin ich ja weiter. Ja, ist doch egal. Nee, dann finde ich jetzt schon kacke. Oh. Ich habe halt direkt, ich hab halt wieder den Factorio-Boss genommen, weil ich damit immer am besten kann. Ja. Ist einfach so. So, also hier kommt der Beton an. Da. Du hast ja ein Jetpack, ja? Ja. Nein. Hat sich gereicht. Hier kommt ja Uran, muss man sagen, Beton an, ne? Ja. So. Das heißt, da falsch hat ihr vor. Nee, Kalkstein. Ja, meine ich doch, Kalkstein, ja? Also Kalkstein wird einfach hier blub da reinlaufen und blub da reinlaufen. Ja. Kapier ich. Eventuell. Nicht. Eventuell unterirdisch, also in dieser Platte und dann mit einem Lift hier oben rein. Das wird aber weil, tatsächlich... vielleicht, muss ich gucken, weil hier muss mich eventuell das Uranband lang. Das ist doch so ein Ding. Okay. Da habe ich schon 100%ige Lösung, aber mal davon abgesehen, ja, an sich kommt hier der Zeug rein. Kleines Problemchen hast du übrigens. Was? Und zwar bräuchtest du dafür einen Splitter, weil... Ja. Ja, dann machen wir halt hier einen Splitter und splitten halt von da nach da. Ist doch egal. Und so machen wir hier oben einen Splitter hin und tun dann da rein und da rein. Ja, aber ich weiß nicht, ob, wenn hier unten ein Splitter steht, ob der dann da oben rein kann. Wenn du das unter der Platte bauen willst. Ja, so kommen wir auf oben und dann müssen wir halt das Uranband an Uranband unterirdisch legen. So rum. Aber das kriegen wir bestimmt. Geht ja auch. Vielleicht. Auf jeden Fall kommt dann logisch aus dieser Seite Beton raus, ja? Ja. Das heißt, das Beton kommt hier lang und fließt hier lang. Ja. Hier logischerweise das Splitter, wo das andere auch drauf geht. Hier, jetzt wo ich stehe, wird dann hier Beton laufen. Ja. Und hier das Uranband. Okay. Nebeneinander, ja. Die fließen dann einmal hier hinter, in die dunkle Ecke und dann jeweils da rein. Flup, 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 flup. Ja. Uran wahrscheinlich höher gelegen als Beton. Ja, genau. Das war halt versetzt, mach eins weiter unten, eins weiter oben mit den stapelbaren Dingern, das wäre kein Problem. Oder andersrum. Und dann da rein. Und dann haben wir. Output hier in der Mitte quasi, können wir so machen, die Uranzellen. Und da haben wir nämlich von hier aus gesehen die Uranzellen. Auf der anderen Seite können wir vielleicht genauso bauen mit der anderen Produktion. Mit der auch den Ressourcen, da können wir direkt runter in die Fabrikatoren rein. Mit welcher anderen Produktion? Wir brauchen ja noch mehr, nicht nur Uranzellen für den Scheiß. Ah. Für die Fabrikatoren unter uns. Okay. Die anderen Ressourcen kommen von der anderen Seite und dann kommen wir einfach runter und haben noch hier zwei Platten frei, diese und diese. Die wir aufmachen könnten, um das Zeug in die Fabrikatoren zu stecken. Wobei, wir müssen uns aber generell Gedanken machen, wie wir es hinbekommen. Was? Dass... Ja. Sorry. Ja. Wir haben überhaupt da. Drei Eingänge werden benötigt pro Fabrikator. Wir haben drei. Ja. Haben wir drei? Ich glaube. Atze, haben wir drei? Also ich habe dich nicht getroffen, ja? Ja, ich habe so gehört. Okay, ne, weil da sollten wir uns auch jetzt schon mal Gedanken drüber machen, dass halt, hier kommen ja ungefähr vielleicht eventuell dann die, ja. Die elektromagnetischen Steuerstangen an. Das heißt, wir haben von da den Input für die Fabrikatoren mit Uranzellen, hier elektromagnetische Steuerstangen und hier, die Stahlbetonträger. Irgendwie so, das kommt zumindest auf die Richtung, ja. Da sollten wir uns überlegen, könnte das irgendwie gut funktionieren, dass wir die da runterbringen. Das ist halt die Sache, aber du hast eh komplett drüber gebaut, die müssen irgendwie außenrum dann rein. In den Platten halt, aber... Ja, das war auch kacke, aber mir kann man zumindest noch einfacher dahin. Und ich finde es halt echt ganz geil, weil du halt eigentlich die Mitte halt so weit freigelassen, um halt später auch noch eine Animasse mit zu rumhantieren, wenn wir irgendwie ein bisschen mehr Platz brauchen, um da runter zu gehen. Ja, aber... Das ist halt nicer. Aber allein schon, wie willst du jetzt die... den, also du willst den Output von den drei Manufaktoren zusammenführen und dann wieder splitten? War ursprünglicher Plan, aber da die direkt unter uns sind, müssen wir halt überlegen, wie wir das machen. Weil ich hab gehofft, dass die eventuell etwas versetzt sind, damit wir ein bisschen Platz haben. Ich wollte nicht, dass die jetzt direkt darunter sind, unter dem Ausgang. Weil das Ding ist belastend. Nämlich... Also ursprünglich wollte ich es zusammenführen und dann wieder ausblenden, ja. Aber geht nicht. Also wäre schwierig. Denn wir haben... Ja, ich auch. Drei Manufaktoren... Wir haben drei Manufaktoren und drei Fabrikatoren. Wie willst du das zusammenführen und splitten? Weil, wie willst du etwas... Oh Leute, drei Teilen geht doch, ich verlor. Ja, okay, alles gut. Hab nichts gesagt. Das geht. Ich war also rein theoretisch können wir die drei zusammenführen.
damit ein Lift nach da unten und da wieder ausblenden. Einmal rein und in die anderen dann rein. Das könnte gehen. Genau, das können wir leider aber nur einmal machen. Und beim Ja, zweiten Mal die müssen wir schon andere. Lüfte benutzen. Ja, die anderen kommen eh von da hinten. Da müssen wir dann Wait, gucken. das könnte sogar klappen. Weil einen führen wir am Boden entlang. Also zum Beispiel dafür nutzen wir jetzt Können wir Uranzellen. Die machen. sind da unten am Ja. Boden. Für die Ja. zweiten, zum Beispiel die, na, wie heißt das, Stahlbetonträger, die fließen in dem Boden entlang und gehen dann Ja. mit Lüften nach unten. Der andere von ganz oben mit Und Lüften. Also da die unten. anderen, nee, würde ich sagen, hier auf der Platte. Führen die Ja, meinst du, entlang und genau. damit. Ja, genau. Achso, okay. Und Ja, dann mit so Lüften könnte man hoch. das auf jeden Fall Geht. machen. Das würde sogar meine Idee ziemlich gut funktionieren, eigentlich. Wo bin ich? Hä? Ich hab doch ein Herz? Oh, ich hab ein Leck gehabt und anstatt runtergefallen. Ja, Cool. ich hatte auch ein Deck gehabt. Geil. Gut, geschaut, ja. Ja. Können wir eigentlich so machen, wie du es sagst. Ja, okay. Also, baut halt mal Factorio, sorry. Okay. Da hat man immer das Problem, dass man immer erweitern muss. Das hat hier nicht der Fall, Ja, aber aber. hier nicht, genau. Das heißt, die da mittig Also, hätten. ist immer ein Platz. Eine Platz. Sollte rein. Wo ich den Fließband drauf bekomme. Kommt hier hin. Brauche ich oben einen Splitter hin? Das heißt, der Output ist hier. Mal gucken, ob ich das richtig gemacht habe. Ja, scheint so gut. Und dann die dahin. Schon die intelligenten Splitter, wie geil. War auch mal was mit Wachen. Wahrscheinlich noch ein Zweitbesser oder so mal. Ja, ich Drauf. weiß aber nicht, ob wir die wirklich mal brauchen werden, unbedingt. Hoffe. Oh, Was ist das wäre denn? nice, Matze. Wir müssen auch Ja, bedenken, was wir denn müssen das jetzt? Band, also das Kalksteinband, auch noch hier rüberführen. Das ist Aber ich habe belastend. eine Idee, ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir das Kalksteinband direkt hier hochführen, dann hier den Splitter, der eine Teil geht nach da, der andere Teil nach da und der dritte Teil zu mir rüber? Das ist eine Idee. Hörst du noch eine Idee an? So. Nice. Das heißt, nee. Der eine Output muss ja hier in den rein. Das geht jetzt nicht mehr dadurch. Der muss hier platziert klar. werden. Der, nee. Ach so, ja, okay. Überlege, Der sag, ob muss. das Ja, hier genau. passt. So? Nee, so. So? So. Huch. 3. Ich wollte das jetzt. Oh, wird sogar so gehen. Das ist aber Verwende nicht den schön. Splitter. Ja, belastend. Ja, warte. Ich habe eine Idee. Ja, genau. Das stufenweise, ja. Ja, geil. Als nächstes bin ich jetzt schon mit meinem Uranbad hier durch. Super. Ja, dafür müssen wir uns dann was überlegen. Weil, wobei richtig das noch. So, bauen wir erstmal bei dir. Ne, ist alles zu früh. Was? Nein? Oh Mann. Ja, Genau muss den ich noch gleichen Fehler kommen. habe ich auch gemacht. Nice. Was So, hast du? falsch Ja! platziert. Hm? Ja, Ja, ich habe nichts ja. gesehen, weil Kannst du du beschweren. die. Ja, genau. Weil du das Förderband nicht abbauen wolltest, ja? Ja, du baust es ab. Das ist falsch. Nein. Du bist falsch. So, Falsch. Tja. Halt oben gammelt. Wobei, warte, ich habe eine Idee. Wir Ich könnten ein bin bisschen nicht weiter vorplatzieren. Warte. Warte. Ich hab 2 Euro. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen. Ich habe das bisher nur mit angerechnet, als die andere Seite. Ja? Ja, doch machen wir das so, ne? Ja, genau.
Ja, was anderes tut ihr einfach dann. Okay, perfekt. Genau. Was war davor platziert? Warum Und zwar, also weiter? wenn wir das Ah, Förderband mehr nach Platz da für platzieren, Uran. Ja. dann hier hoch und dann rein. Let's try. Gut. So, so, so. Das sieht doch zumindest hier gut aus. Ja, okay. Ja, das hier wird jetzt Perfekt, natürlich Alter. ein bisschen problematisch. Alter, ja, ist was. Jetzt müssen wir nur schauen, dass das auch passt. Ja, oder ganz ehrlich, wir gehen notfalls von hier mit dem Uranband nach da. Da geben wir auch keinen Würde ich nicht Umweg. machen. Ich würde außenrum machen, einfach um den Platz frei zu halten. Ja, aber Mats, das Und vor brauchen wir allem, nicht sieht es mehr. unschön aus. Nein, sieht immer unschön aus. Finde Ich ich finde nicht schön, mal wenn das so. alles mit der anderen Wand da lang fließt. Ja, Warum aber macht wie? das? Ja, ein Tunnel. Ach so, ah, unter den Platten. Ja, klar. Und sonst. Ein Faktor heißt Tunnel, hier Ja, heißt halt und Zwischenboden, I don't know. dazu sagst du dann nicht unschön. Ist schöner, als wenn ich fertig im Raum muss. Ja. Lol, was mir gerade auffällt. Achtung. Danke. Hast du kein Jetpack an? Oh, so Nein. belastend. Hast du kein Jetpack an? What the fuck? Ja, weil ich schneller laufen möchte. Oh, was ist schneller laufen? Ich muss die Decke wieder zu. So, Pech nee. gehabt. Hä, was? Ich hab die zugebaut gehabt. Ja, Pech. Wenn du mich erst runterwirfst und dann noch dazu machst, nee, Runterwirfst, ja? das Du hast sehe die ich nicht ein. Arbeitssicherheitsbedingungen nicht gelesen, ja? Da steht immer ein Jetpack anhaben. Halt die Fresse. Kein Ausschlag, Nico. Ja, Da komm, sei wirf mich runter. verdammt. Komm, ich stelle mich sogar an die Kante, ja? Komm. Mach. Warte. Einmal schlagen. So. Ach, Fälle muss man machen. Ist der Tod wahrscheinlich? Ich bin dann tot. Echt jetzt? Ja. Ich habe keinen Jetpack an. Ja, du hast gerade das angehabt. Ja, und dann ausgezogen. Ja, das ist von Schuld, also. Ich will schon was aufheben. Ja, also, was ich eigentlich sagen wollte. Hier haben wir gar nicht bedacht, dass wir. Matze, guck mal bitte. Ja, Hier brauchen wir was? eigentlich Förderbänder Ja, Pech Wände. gehabt. Ja, nee. Ja, brauchen wir. Müssen wir umplanen. Ja, dann mach. Das haben wir nicht bedacht gehabt. Ja, stimmt. So. Okay, ja, das sieht doch ganz gut aus. Okay. Schön. Naja, ist halt so. Das kann auch mal weg mittlerweile. Ja, jetzt habe ich das Fleisch schon platziert, das Fließband aus, hat behindert. Früher runter, das geht. So, okay, das ist richtig jetzt. Ja, die gucken halt jetzt Oder durch ist den gerade Boden hier geil. durch, aber ja, ist dann halt leider so. Ja, die Zwischenbühne halt, ist egal. Man sieht die Bodentextur noch nicht viel mehr durch, von daher ja noch okay. Ja. Ah?
brauchen hier aber noch ein. Habe ich das richtig platziert hier? Wir brauchen ja noch Wände, ich weiß. Nee. Wir müssen hier noch ein Fließband durchführen. Warum? Der passt doch, easy going. Ja, naja, oh. Ja, oder wir Kati nehmen halt. Benisch. Oder wir gehen von da Nein, so geht nicht, aus. sieht man nicht. Ich finde Echt? es so schön, so schnicker. Ich probiere mal was. Ich habe Vor ja. allem, wenn es nicht so Weiß durch den ich nicht Boden damit. durchgeht, dann kann es wohl auch mal ein bisschen durch Fließband durchgehen. Das ist auch egal. Ja, aber vielleicht kriegt man das auch schöner hin. Ja, probier doch mal. Gut, dann reiche ich alles ab. Nein! Dann ist das doch besser bei dir. Oh. Ich kann ja bei mir nicht testen, weil der Dings ja dahin muss. Der Splitter. Ach ja, sehr belastend. Wow! Aber ich. Das muss so gehen. Schon geil! Das sind ja Also. fast 90 Grad oder so. Ja, so fast den Lüftern, ne? Wo kann ich Ja, gerade aber es rausstattieren? geht leider nicht. Oh nö, geht ja gar nicht, weil da oben fließt man das. Ja, behindert. Ich gerade. Ach ja, die Wand geht ja gar nicht, weil das inzwischen. Oh fuck. Warte mal ganz kurz. Huch. Kann ich eine Wand hier durchplatzieren durch den Boden? Geht das nicht irgendwie? Durch den Boden. Ja, muss ja, die ist jetzt noch so hoch. In der Zwischenebene. Und das zumachen mit der Wand. Die Wand Das ist jetzt so müsste. Boah. Doch, ich glaube tatsächlich, es geht. muss nur einer platzieren, ne? Ich teste mal Oh, gerade. ja, das geht ja aber nicht. Warte, ich teste. Vielleicht geht das. Wenn. Da. Der gepatcht wie so. Vielleicht für dich geht auch nicht so schlimm, aber. Wäre schöner. So. Was ist das durch die Platte? Ja, Warte, wenn ich das jetzt so mache und das. Ja, man kann die dadurch platzieren. Ist doch eigentlich auch logisch, voll Honk. Haben wir doch sogar schon gemacht, glaube ich. Ja, auch gerade Patches und so, man weiß Das stimmt. Wo soll die denn? Also logischerweise. Okay. Ich glaube, ich check's. ja, da zwischen halt die Wand. Ja, warte, Aber ich man habe kann ja schon unten eine drunter nicht Idee. spawnen, weil da unten drunter Maschinen sind. Ja, beziehungsweise die Zugstationen. Ja, warte. Ich bekomme das vielleicht hin. Ah, verdammt, es muss ja. Es muss von da kommen. Nicht genügend Freiraum. Ach, jetzt aber. Verdammt, ich will das aber nicht abbauen. Ah, da war's. Also so. Ja. Keine. Ach komm, die ganzen Löcher jetzt zu, wenn wir da. Ich bin jetzt da, wenn ich das so mache. Na komm. Hey, hoch hier. Okay, das zumindest. Oh. Jetzt mal hier schauen. Ja, aber. Ja, warte mal. Hier kommen aber eigentlich Bodenplatten hin, Matze. Was? Ach so, ja. Kacke.
Ich fand das gerade sehr schnieke, wie ich das gemacht habe. Sie haben sich Ja, verbaut. Hab gerade fast Matze. doll gehabt. Ja, nee. Mach mal nicht, Nico. Jetzt hast du offen. Fuck! Stimmt, da war ja was. Aber wäre auch ganz cool, wenn es offen bleiben würde, und dann kann man mich mal unten reinschauen, wie die Wetter da lang fließen. Ich finde es echt immer stylisch. Ja. Wenn man noch sagen, du bist so, wie lang läuft Mal so, oder gucken. unten auf die Dachen lang und so. Ist schon cool. Ja, wenn wir Öffnung gucken und so. Aber müsste man dann nicht hier noch zumachen? Ist die Wollte ich Frage. erst Oder immer aber verkackt, zweier. finde ich irgendwie doch ganz so ganz cool. Wenn man ein bisschen Öffnung hat und mal durchgucken kann. Wenn man ein bisschen mehr Technik sieht, die Okay, so ein machen wir bisschen so. komplexer aussieht. In der Mitte, okay. Cool. Aus Versehen gebaut und ja, dann. Wird ein Feature. Ja, richtig krass sogar. Also die Spawn dort so. Also, wie viel geradeaus? 3 geradeaus und dann die Kurve. Warte, 3? 1, 2, 3. Ja. Wobei, wäre es nicht schöner, wenn das genau mittig wäre? Ja, viel schöner. Ja, guck mal, jetzt ist der da. Das wäre doch eigentlich schöner, wenn der hier, oh, da wäre. Schon Sache der Designfrage, ne? Also kann man auch so machen. Finde ich es auch Ich nicht finde unschön. es echt schöner, wenn es in der Mitte dann wäre, der Weiß ich nicht, Lift. auch so ganz cool. Bau doch einmal um. Dann sehen wir es Ich ja. kann es ja hinten umbauen. Ja, aber ganz Wir haben hinten haben wir noch sowieso nicht, kaum was ne? gebaut. Ah, ja, okay. Muss das auch, keine Ahnung. Ja, da. Ja, es geht nicht genau mittig. Danke, Stoff. Da. Ja, aber immerhin so gut wie. Ja, so. Ne, wenn? Ne, ne, Genau. ne. Provisorisch das hinsetzen. Ja, so wäre das so ganz grob mal gesetzt. Rocket auch, wie du willst. Also ich Aber ich finde fände beides gut. das schöner. Mach auch so. Gut. Nicht. Oh, zwei frei? Ein frei. Wieso haben wir zum Teil zwischen Lift nur eine Platte frei? Ah, okay, das war anders gemacht. Okay. Keine Ahnung. Ah, ja, okay, okay. Das war wichtige weiter, weil ich noch schöner dachte. Ist weg. Jetzt habe ich alles nur von dir abbauen, ey. Meine Güte. Also gut wie. Boah. Weil die kann auch bleiben. Muss alles abbauen, also zwei Platten.